So. Verschwinde. Oder gehst du wieder zurück? Ich muss mal eben ganz kurz... Okay, das ist sie. Nicht, dass die andere jetzt wieder zurückkommt, ne? Ne, jetzt geht die da oben lang. Das ist aber auch verwirrend, wie die hier laufen. Gut, das soll unberechenbar bleiben. So, pass auf, jetzt habe ich gemerkt. Ich kann die andere Seite nutzen. Gehen die so weit? Jetzt ist sie da, steht da mittig. Wir könnten über die Räume gehen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass sie mich nicht sieht. Wenn sie wieder zurückgeht, kann ich in den Raum rein. Okay. Oh Gott. Dieses Aufblitzen, dieses gelbe Aufblitzen, das macht mich immer nervös. Verdammt laut. So, da haben wir... Theoretisch müsste ich wieder nach oben und abspeichern, aber... Das kann ich auch nicht immer so machen. So. Okay, wir können jetzt hier runterspringen und uns hinter der Vase erstmal verstecken. Ich würde natürlich ganz gerne wieder in der Mitte das Klavier spielen, aber ich fürchte, das wird nichts. Jetzt ist die Frage, auf der anderen Seite war nichts, ne? War auf der anderen Seite was? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das ist dann nicht identisch. So, sie ist alarmiert. Ich renne dran vorbei, hoffentlich. Jetzt werden sie alle wieder resettet. Jetzt kann ich mal den Raum vielleicht mal eben ganz hoch. Oh nein, jetzt kommt die hier lang. Oh, bitte nicht. Oh oh. Ja, die spielen Klavier. Cool. Aber es bewirkt nichts, ne? Es könnte ja sein, dass es irgendwas bewirkt. Was, jetzt hängt die da fest. Oh nein, ich glaub's nicht. Was mache ich jetzt? Wenn man sie vielleicht alle zum Spielen bekäme, würde das aber nichts machen oder auslösen, oder? Ich meine, das wäre ja mal ganz interessant. Das ist cool. Was mache ich denn jetzt mit der? Die spackt da fest. Muss ich jetzt von hinten rum? Oder sieht die mich vielleicht dann gar nicht? Ich muss das jetzt mal eben riskieren. Ja, natürlich. Dann spackt sie auf einmal nicht mehr rum. Und sie kann natürlich auch runterspringen. Ich habe es vergessen. Oh nein, hier sind ja noch mehr. Hier sind so viele. Sagt, dass ich die wieder abhängen konnte. Und da sind so viele. Aber ich habe jetzt 4 Zellen. Das heißt, ich könnte auch tiefer springen. Falls es irgendwas bringt, da rennen sie lang. Noch sind sie alarmiert. Jetzt sind sie wieder neutral. Was heißt neutral? Neutral sind sie ja nicht, sobald sie uns entdeckt haben. Gehen sie auf uns los.
Oh Gott, ich hasse es. So, pass auf. Wo ist jetzt wer von euch wieder? Das ist immer neu orientieren, ist echt mies. Wo geht die jetzt lang? Da geht sie lang, okay. Da unten ist eine und die spielt auch Klavier. Und wo muss ich lang? Da. Da hinten muss ich durch, wenn ich das richtig sehe. Ist das nur eine, die auf beiden Seiten patrouilliert? Ich glaube, ne? Genauso wie sie hoch geht und auf der anderen Treppe wieder hoch. Quatsch, hier jetzt runter geht und da hoch geht, oder? Und das ist auch dann nur eine, die da lang geht. Das heißt, jetzt könnte ich auf die andere... Jetzt geht sie da. Ja, Pustekuchen, die stehen da. Da stehen noch mehr, okay. Das heißt, ich müsste... Wenn die auf der anderen Seite ist, hier rüberspringen und dann auf der anderen Seite gleich runterspringen und dann versuchen, unten zu bleiben. Und das, ohne dass die mich hier sieht. Ich versuche jetzt einfach mal, ohne dass ich... es geht nicht anders. Okay, das haben wir. Wir sind da schon mal dran vorbei. Okay, der Kern irritiert mich sehr stark, wenn er rot blinkt. Zwei Möglichkeiten wieder. Oh, was ist das? Was ist denn das? Okay, das ist aber neu. Also die Vasen und sowas, ja, das wiederholt sich. Und Pflanzen sind jetzt auch... Oh, da oben ist ein Kern. Oh, wie komme ich da hoch? Ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? Es ist eine eiserne Jungfrau. Erzähl. Das willst du nicht wissen. Es ist grauenhaft. Ah, okay. Wenn die so funktioniert wie die, die wir kennen, dann ihr. Wie komme ich da nach oben? Da ist ein Kern. Ich muss da irgendwie hin. Eine Harfe? Wow. Oh nein, guck sie dir an, wie sie da stehen. Verdammter Mist. Und ich muss irgendwie da hin. Aber ich komme hier nicht hoch. Könnte da was sein? Eine Tür oder sowas? Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur da ist, um mich zu ärgern. Denn die Tür ist ja verschlossen. Das ist eine Nische. Wir können ja... Ja, ich weiß nicht, dass ich da hin soll. Das habe ich schon verstanden. So, und du bist verschlossen. Also müssen wir irgendwie zusehen, dass wir da noch hochkommen. Ich will den Kern gerne mitnehmen. Das heißt aber, wir müssen runter, werden wahrscheinlich von denen gesehen und dann müssen wir irgendwie zusehen, dass wir links was finden. Es kann sein, dass da nichts ist. Dass mich das Spiel einfach nur damit ärgern will oder locken möchte. Ah. So, die in der Mitte scheinen da zu stehen. Aber sobald wir in ein Gesichtsfeld von einer kommen, ich befürchte, dass wir gleich rennen werden. Und die Harfe würde ich gerne anschlagen und spielen. Ich kann nicht anders. Oh, der Raum, der sieht... Wow, der Raum sieht echt wahnsinnig cool aus. Also sehr, sehr... Da ist eine Tür. Wenn die Räume sich da auch wieder spiegeln, dann müsste da auch eine Tür sein. Dann müssten wir da eventuell irgendwie reinkommen. Okay, was soll's.
Ich hätte jetzt gerne nochmal irgendwie abgespeichert. Aber anscheinend können wir das nicht. Okay, ich gehe außen lang. Ich wage mich kaum zu bewegen, was das anbelangt. Wir waren jetzt kurz in ihrem Sichtfeld, aber sie hat uns nicht gesehen. Wenn sie wieder zurückgeht, dann versuche ich da mal eben rumzukommen. Da kommen wir natürlich ins Gesichtsfeld der anderen, die da gerade ankommt, aber es geht gerade nicht anders. Nein, hier ist keine Tür. Keine offene zumindest. Wie gemein ist das denn? Musst du mal so laut sein dabei. So, jetzt muss ich aufpassen, da ist noch die andere. Und da ist eine Stimmgabel. Die müssen wir unbedingt anschlagen. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss wegen der anderen, die hier gleich wieder reinkommt. Und, kommt sie? Ja, da ist sie. So, wenn sie wieder weg ist, schlage ich die... Ich glaube, wir kriegen... Es wird gleich dunkel. Was ist das für ein Geräusch? Der Boden bewegt sich. Was? Jetzt geht das da runter? Und da müssen wir hin. Natürlich, es wäre ja auch zu... Lenkt sie das ab? Zumindest hat sie uns nicht gesehen. Oh, Gott sei Dank, okay. Da ist noch eine Stimmgabel, ich sehe es von Weitem. Jetzt kommen wir natürlich gar nicht mehr dahin oder mal ebenso hin, wo wir eigentlich hin wollten. Scheiße. Und ich weiß nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Oh, das Spiel ist so gemein. Man kriegt irgendwie Hoffnung. Oh nein. Okay, ich muss sie schubsen. Und runter. Nein! Da ist die nächste. Okay, schubsen. Was bist du? Ich hab geschubst! Das kann die nicht! Das kann die nicht! Warum kann die das? Das hat die noch nicht gelernt von mir! Was ist mit dem Boden los? Der Boden rastet, glaube ich, aus. Der Boden ist fort. Ich muss mich verstecken, ich muss mich verstecken. Ah! Oh! Nein, 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 nein! Oh nein! Ach, scheiße, Mensch. Können wir nicht langsam auch mehr an... Oh. Können wir nicht langsam auch... Oh, hier sind wir, oh Gott sei Dank. Können wir nicht langsam auch mehr Angriffe überstehen, verdammt? Oh, ich will das Ding da oben ran. Und kann es nicht. Ich kann hier auch natürlich nicht hochklettern oder sonst irgendetwas. Nicht interagieren. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich rufe versehentlich. Oh, ich war oder hab das relativ... Ich fand mich jetzt eben bis eben gerade recht gut. Aber... Tja... Das Spiel sagt leider nein. Okay, ich mache das. Versuche es jetzt nochmal eben so zu machen wie jetzt eben.
Oh, die Harfe, ne? Also ich, Och, leck mich am Arsch. Weißt du, das macht schon keinen Spaß mehr. Du solltest sie ausschalten. Och. Komm. Kommt's jetzt noch drauf an? Ich sage nein. Was ist das für ein Geräusch? Es ist der Boden. Der Boden bewegt sich. Kannst du dich bewegen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen angespannt, entschuldigt. Dass ich nicht immer gleich sofort losrenne. Jetzt habe ich die nächste am Arsch. Ich habe die nächste am Hintern. Oh nein, 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 nein. Egal was. Okay, verteilt euch bitte wieder. Jetzt geht der Boden wieder nach oben. Die Frage ist, bewirkt das was, wenn ich das, wenn ich die Harfe spiele? Oder spielen die auch einfach nur Harfe? Hat es was mit den Musikinstrumenten irgendwas auf sich? Und warum steht sie da jetzt in der Mitte wie angewurzelt in der Tür? Ich weiß es nicht. Sie geht auf jeden Fall nicht weg. So, jetzt geht der Boden wieder runter. Er scheint einfach nur in Bewegung zu sein, ne? Ich muss echt aufpassen. Na toll. Und sie geht immer noch nicht weg, ne? Nö, warum auch? Okay, ich muss einmal hier raus. Kannst du mal ein bisschen leiser sein? Ich müsste auf die andere Seite. Wegen der Stimmgabel. Also die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Resettet sich gar nicht. Das Doofe ist das N. Ja, entweder muss man so eiskalt sein und im Crouch-Modus bleiben und sich nicht davon beeinflussen lassen. Aber sie rennt dann auch nicht sofort los. Das ist nicht so einfach. Das Spiel. Okay, das war eine von denen, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, die bewegen sich da nicht so schnell weg. Wenn ich nicht allzu lange in ihrem Sichtfeld bleibe, dann dürfte das kein Problem sein. So, jetzt muss ich bei ihr mal eben kurz abwarten. Jetzt. Alles klar. Das ist echt... Ich versuche, in Bewegung zu bleiben. Bloß diese Aktionen zwischendurch, die irritieren mich megamäßig. Wenn jetzt schon wieder dieser Schimmer kommt, der irgendwie so ein Abbild von uns hinterlässt, zum Beispiel. Das macht es dann nicht gerade einfach. Oh, warte. Und sie ist auch nicht gerade... Oh, nicht gerade leise. Gut, ich denke, mein Spiel wird nicht so unfair sein und... uns dann Aufmerksamkeit bringen. Ich versuche es doch schon so weitestgehend. Aber es ist echt nicht einfach, das Spiel. Da ist die zweite. Der anderen ist, die da eben gewesen ist. Oh ne, komm, sind die schon wieder auf mich aufmerksam? Nein, seid ihr nicht, nicht wirklich.
darf doch nicht wahr sein. Ey, nicht schon wieder. Okay, komm. Der Boden ist fort. Nein, 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 ist er nicht. Er ist da. Und ich habe den Schlüssel. Ah, doch, er ist weg. Geht das weg? Die Tür zu dem Schlüssel ist unter dem Boden. Toll. Das heißt, ich muss jetzt runter. Ich kann nicht. Ich habe die gerade alle am Arsch. Ich muss jetzt runter. Ja, ja, ja. Aktivieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, sie kommen aber gleich mit dem Fahrstuhl nach oben. Nee, haben sie nicht gelernt. Das können sie... Oh Gott, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade voll aufgeregt. Das können die auch theoretisch nicht gelernt haben, oder? Theoretisch nicht. Da muss ich hin. Ich muss aber einen Schlüssel einsetzen, den ich habe. Okay, den habe ich. Was ist da hinten? Warum ist da noch so ein Energiedingsbums? Einfach nur so? Bist du da? Wenn wir den Schlüssel da jetzt einsetzen, was passiert? Dann müssen wir dann noch irgendwas anderes machen. Wir setzen mal eben den Schlüssel ein. Wir müssen ja dann nicht durch die große Tür gehen. Wir gucken mal eben, was passiert. Boah. Das ist schon eine kleine Herausforderung, das Spiel, muss ich sagen. Okay, wir setzen ihn ein. Schau mal, was... Wir können dann darüber. Und hier scheint es auch weiter zu gehen. Das heißt, ich muss da drüben... Ihr wisst es. Ich muss gucken, was da ist. Denn es könnte sein, dass da durchaus eine Stimmgabel ist. Und Gott sei Dank war es gerade dunkel, als wir den Fahrstuhl benutzt haben. Das heißt, das haben sie jetzt nicht von uns gelernt. Das heißt, die oben können jetzt nicht unbedingt... den Fahrstuhl rufen. Die Frage ist, ist sie alleine? Wie war das nochmal? Scheint nur sie zu sein, oder? Es könnte sein, dass es tatsächlich nur sie ist. Haben wir irgendwas zum Ablenken? Das muss irgendwie einen Grund haben hier. Da ist nichts, okay. Vielleicht hat es auch keinen Grund. Das kann natürlich sein. Weil bei den unterschiedlichen Möglichkeiten, die das Spiel einem hier bietet, kann das natürlich durchaus sein, dass das einfach alles nur... Nee, das ist ein Fahrstuhl. Aber das wäre ein Fahrstuhl nach oben. Okay. Kommen wir eventuell da zu dem einen Kern, den ich gerne hätte? Ich komme nicht ungesehen an ihr vorbei. Ich werde sie gleich wegstoßen müssen. Und dann werden sie Fahrstuhl fahren lernen. Lass sie mich eben doch einmal ausschreiben. Bitte, 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 bitte. Danke. So, du schläfst einfach nur und alles ist prima. Und ich kann jetzt mal eben gucken, was da oben ist. Ich will es aber auch gar nicht wissen. Ich habe Angst. Es könnte tatsächlich da oben sein. Oh, eine Stimmgabel ist auch da. Nur eine Stimmgabel? Nein! Ah!
Warum ist hier oben jemand? Ich will das nicht alles nochmal machen müssen. Verliert sie den Fokus? Sie kommt hierher. Also ich renne jetzt, ich springe jetzt hier nicht runter. Ich gehe den gleichen Weg zurück. Es geht nicht anders. Der Boden bewegt sich und es wird, glaube ich, gleich dunkel. Das macht es nicht einfacher. Oh, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Nein, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Dass sie das Licht nicht sehen, ne? Okay, es tut mir leid, meine Liebe, aber du schläfst nur. Mehr als Kopfschmerzen, denke ich mir mal, bringt es jetzt nicht. Und wir müssen an der anderen wieder vorbei, die natürlich jetzt resettet ist. Das heißt, ich muss jetzt echt aufpassen. Zur Not renne ich an ihr vorbei. Wir kriegen sie schon irgendwie abgeschüttelt.